Salam Leute, vier Finger Mexikanza, grüßt euch Leute. Ich melde mich gerade hier aus Türkei. Heute ist Freitag, ne? Und es gibt Wichtigeres als YouTube, Internet. Ich musste familiär auf die Schnelle hier hinkommen. Ist sehr wichtig. Und ihr wisst ja, ich hatte einen Todesfall gehabt vor einem Monat. Und diesbezüglich musste ich auf die Schnelle hier hin. Und ich weiß, heute ist Freitag, heute sollte eigentlich das Video mit Eckhard Schmidt und Farid Bang kommen. Nur ich muss mich jetzt entschuldigen. Auf jeden Fall, ich habe meinen Laptop nicht bei. Ich habe auch die Zugangsdaten nicht. Und das Video, das war eigentlich hochgeladen. Ich hatte auch andere, diese Jugendamtgeschichte mit dem blauen Elefant und schon ein paar Videos fertig gehabt, meine Projekte. Die sind auch alle hochgeladen gewesen, also die musste ich nur freischalten. Aber auf jeden Fall, das Video, was ich heute veröffentlichen sollte, da hat YouTube ein bisschen Probleme gemacht. Da musste ich nochmal rein, also in dem Video selber rein, über Studio Creator. Und von hier aus kann ich das leider nicht. Ich habe meinen, wie gesagt, Laptop nicht, meine Zugangsdaten nicht. Und so kann ich das nicht freigeben. Deswegen will ich mich erstmal entschuldigen, ne, dass das heute nicht kommen wird. Ich werde das auch nicht machen können, bevor ich nicht meinen Laptop habe. Auf jeden Fall wollte ich euch mal Bescheid sagen. Und wir werden auf jeden Fall ganz normal, ich werde ganz normal nächste Woche, Dienstag und Freitag, werde ich so den normalen Programm erstmal machen. Bei der Sache Aygün Muçuk gab es Neues, da ist ein Video gemacht worden. Dann wie gesagt, der Rotz und der Silver Surfer, diese Familienangehörige, blauer Elefant, Jugendamt. Wie gesagt, wir haben alles weiter verfolgt, ne? Wir lassen das nicht stehen. Und dann werde ich gucken, dass ich diese Videos dann einfach wie geplant starte. Und wenn ich dann halt zurückkomme, ich weiß nicht genau, kann sein, dass ich nächste Woche eventuell schon zurück bin, dann werde ich als erstes das Video kurz reingehen, bearbeiten, damit YouTube das freigibt und dann veröffentlichen oder spätestens übernächste Woche. Aber bis dato werde ich ganz normal mit meinem Programm weitermachen und ich bin hier gerade beim Bekannten und deswegen, ich wollte mich jetzt nochmal dafür einmal entschuldigen. Ich kann auch nichts machen, ne? Ist halt so. Und wie gesagt, so wichtig ist mir das auch nicht. Warum ich jetzt hier bin, ist wichtig. Ich werde dem Video auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, raushauen. Ihr wisst ja, wie das immer abläuft, ne? Die Leute, die sind ja richtig komisch, ne? Du kannst niemandem was recht machen. Jeder labert und labert und labert. Mehr können die nicht. Und wir sind wenigstens noch was am Machen. Wir sind auf der Straße unterwegs, machen unsere Berichte. Also ich habe sehr gute Sachen gemacht, sehr gute Videos. Wie gesagt, heute leider, tut mir leid, ne? Sollte eigentlich ein Top-Video war das. Also das sollte auch von Eckhard Schmidt eigentlich der Finale sein. Ne? Dann bin ich mit diesem Typ fertig. So, mehr ging da nicht, mehr konnte. Kann man da eigentlich über den Typ nicht mehr rauskriegen, ne? Und das letzte haben wir da auch noch rausbekommen, das wollte ich euch halt zeigen, aber wie gesagt Leute, leider hat das nicht funktioniert, ne? Verstehe ich auch nicht. Also wir hatten das hochgeladen, ich saß im Flieger, komm hier hin, will freischalten, auf einmal macht YouTube zicken und ich muss in diese Tool da rein, um eine Kleinigkeit zu ändern, aber kann ich leider nicht. So, und ist ein bisschen jetzt komisch hier und deswegen keine Sorge, wenn ich zurück bin, auf jeden Fall das erste ist, dass das Video kommt. Ich muss jetzt hier erstmal meine Sachen erledigen, das ist wichtiger. Und ich denke mir mal, am Dienstag werde ich Dings entweder die eigenen Muçuk Video machen oder ganz normal weiter mit meinem Dings Rotz und Sinan Thema, diese Familienangehörige, blauer Elefant, sehr, sehr wichtige Sache, ne?
Also für mich sehr wichtig. Ihr werdet sehen, was ich da alles gemacht habe, ne? Was da von mir in Bewegung gesetzt worden ist. Und auf jeden Fall, lasst euch auch nicht von diesen Dings volllabern. Ich merke gerade im Internet wieder, sind die ganzen Leichenflederer unterwegs, ne? Die ganzen geschmierten, gekauften Leute. Der eine versucht, Sprachnachrichten irgendwie zu manipulieren und zu fälschen. Die anderen, die drehen auf einmal, ne, wollen irgendwelche Interviews mit Leuten machen, die selber bekämpft haben. Ne. Und das ist halt, wie ich euch gesagt habe, Leute, alles, was ihr seht, ist nicht so. Der Schein trübt, vertraut mir. Und es ist ganz leicht, die Leute reden viel. Ne. Und wenn dann Geld im Spiel kommt, die lassen sich so schnell verkaufen, da könnt ihr euch noch nicht mal umgucken. Vertraut mir, Leute. Und das ist das, was uns ausmacht. Deswegen werden wir eigentlich immer angegriffen, weil wir uns nicht verkaufen. So, weil wir einfach unsere Sache machen und stehen bleiben. Und das können die Leute halt nicht verkraften. Ne? Das ist das Problem. Aber wie gesagt, wir bleiben gerade stehen. Das sehe ich auch wie an dieser Farid Bang Sache jetzt. Ich verstehe das einfach nicht. Ne? So, man sieht sofort, wer Dings ist, ein Troll ist, gekauft ist. Man muss einfach mal auf meinen Account gehen und sehen, wie das überhaupt angefangen hat. So, da kamen Cupcakes, da habe ich zwei Teile Interview gemacht. Ich habe mit der Geschichte gar nichts zu tun. Ne? Das ist immer so. Da kommen Leute, machen Interview. Die Leute kommen sofort auf mich. Ob das meine Geschichte wäre oder ob das meine Verantwortung wäre, obwohl ich nur die Plattform biete. Ne? Sofort will man mich für das verantwortlich machen, was ein anderer erzählt, was ein anderen seine Geschichte ist. Überlegt mal. Ne? So, das ist wie so, keine Ahnung, Spiegel TV bringt eine Dokumentation über was weiß ich. Ne? Die Leute gehen und machen Spiegel TV dafür verantwortlich, was der Inhalt ist, womit die gar nichts zu tun haben. Die senden das halt nur. So ist das, aber bei uns ist das anders. Die Leute, die können die Wahrheit nicht ertragen. Aber warum? Sofort kommen die zu mir. Sofort tun. Guck mal, verfolgt mal echt bitte die Geschichte. Ne? Egal mit wem ich ein Interview gemacht habe, egal wer zu mir gekommen ist, von mir eine Plattform haben wollte, ne? Achtet mal drauf. Sofort gehen die Leute mich an. Ob das meine Sache wäre, so, ob ich was damit zu tun habe, obwohl ich nur die Plattform biete. Überlegt euch das mal. Ne? Seht ihr schon, was da läuft so? Ne? Statt die Leute zu verklagen, die da den Interview machen, die ihre Geschichten erzählen, kommen die, tun die mich verklagen, tun die mit mir ihr Dingen machen. Alter, ich biete doch nur die Plattform, ja, diesen Studio, die Kamera und sonst was. Was habe ich mit der Geschichte zu tun? Ich kannte kein Cupcakes, ich hatte mit Farid nichts zu tun. Der Mann ist gekommen, hat zwei Teile Interview gemacht. So, ich habe klar und deutlich gesagt, ey, Farid ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist Cupcakes. So, und was er erzählt, ob das die Wahrheit ist, ob etwas da dran ist oder nicht. Das war meine Mission. So. Und ich habe die Mission genauso angefangen. Da sind zwei Interviews, da ist der Beweis, was er gesagt hat. Und dann habe ich angefangen, habe gesagt, ey, Eckhard Schmidt ist für mich die zentrale Person. So, wenn dieser Typ schon nicht existiert oder Cupcakes da nicht die Wahrheit gesagt hat, dann ist es doch klar, dass der Rest auch uninteressant ist. Warum soll ich noch hinter Farid Bang irgendwelche Recherchen führen? Wo ist die Logik? So, also bin ich logisch angegangen, wie es ein freier Journalist macht, und bin von Eckhard Schmidt gegangen. Und was ist rausgekommen? Angeblich Cupcakes hat doch gelogen, alles ist erfunden, nein, der hat dies gemacht, der ist neidisch und was ist los? Guck mal, wir haben den Identität Eckhard Schmidts bewiesen, seine Biografie, dass der schon in Amerika ein Kinderschänder war, dass der nach Deutschland abgehauen ist, in Deutschland sein Unwesen getrieben hat. Letzte Instanz, dieser Zeitungsbericht, dass er 2008 vor Gericht stand, in Düsseldorf. So, das war ja der letzte Stand. Und das Video, was heute eigentlich kommen sollte, so was ich veröffentlichen wollte, der hätte jetzt den Deckel zugemacht. So, vertraut mir, guckt, ihr werdet sehen, was ich da noch alles rausbekommen habe. Ihr werdet Augen machen. Ne? Und Fakt ist aber, guck mal, das ist das, was ich nicht verstehe. Am Anfang war Cupcakes einer, der lügt, erfindet, macht. So, ey, ich habe von dem Mann bestimmt jetzt 70% netto, ja, so bewiesen, dass der alles die Wahrheit gesagt hat. Nimmt Basis die Interview von ihm.
was auf meinem Account ist. Habe ich doch dahingestellt. So. Und was er da im Interview gesagt hat, 70% schon, ist komplett die Wahrheit gewesen. So. Aber nein, die Leute sitzen immer noch, ja, wo sind Beweise, wo sind Beweise? Alter, seht ihr, wie crazy die Sache ist. So. Dann diese angeblichen Rap-News-Kanäle. Ne? Nein, und berichten den ganzen Tag über Sachen. Der hat das gesagt, der hat das behauptet, hin und her, ohne Beweise. So. Aber wenn jetzt die Farid Bang-Sache kommt, ja, nein, da sind noch keine Beweise. Alter, so eine verlogene Dings ist das, Mann. Okay, so eine verlogene Gesellschaft, sage ich mal. Aber deswegen, ich lasse mich nicht darauf ein. Ich mache gerade aus meiner Arbeit. Ne? Und Fakt ist einfach, was Cupcakes gesagt hat, zu 70% definitiv war alles die Wahrheit. So. Alle, die den Mann gesagt haben, der lügt, er findet Macht, die müssen jetzt eigentlich kommen und sich bei dem entschuldigen. Werden sie eh nicht machen, ne? Das sind alles Trolls, das ist einfach was weiß ich. Und das, was man rauskriegt, werden von Leuten kritisiert, ne? Unglaublich, die auf ihren Arsch in einem Zimmer sitzen, ne? Vor der Kamera und mehr nicht machen, nur bla bla machen, okay? Wir sind auf der Straße, fahren Kilometer, gehen dahin, machen dies, machen das, recherchieren hier, ne? Sind auf dem Feld, so sind auf dem Feld, machen richtige Arbeit und dann müssen wir uns von Leuten Kritik anhören, die in irgendeinem Kinderzimmer sitzen, auf den Arsch und meinen, irgendwas zu wissen. So, so ist das alles, Leute, anhören. Deswegen lasst euch keinen Scheiß labern, so die Wahrheit. Wer ein bisschen Gehirn und Verstand hat, der sieht schon, was läuft. Und alles andere werden wir sehen, okay? Das war's jetzt von mir, Leute. Auf jeden Fall, ich muss jetzt weiter. Ich habe heute noch einen langen Weg vor mir. Wie gesagt, tut mir leid, Leute. Spätestens, wenn ich zurück bin, ne, so schnell wie möglich, wird dieses Video als erstes kommen. Das ist für mich auch sehr wichtig. In dem Video steckt meine Meisterarbeit drin, ne? Und da habe ich einiges gemacht, einige Sachen gedreht und leider muss ich halt zurückkommen. Wie gesagt, ich kann das technisch jetzt irgendwie nicht machen und geht einfach nicht. Die Videos, die schon hochgeladen sind, startbereit sind, die werde ich ab nächste Woche Dienstag erstmal ganz normal diesen Programm fahren. Und wenn ich dann zurück bin, hauen wir das Video raus. Okay, Leute, das war's jetzt von mir. Passt auf euch auf, anhören. Und tut mir noch mal leid. Das ist jetzt wichtiger, warum ich hier bin. Und alles andere, fuck you, allure. Wenn sich der Nebel verzieht, sehen wir, wer noch steht. Vier Finger Mexican Style.